Can you see me? I can see you through the window. Ich kann dich durchs Fenster sehen. Hallo. Oh nein! Nein! Was? Komm! Der Typ ist so dumm in der Birne! Oh mein Gott! Wie kann man so dumm sein? Hau die Fresse voll! Und wenn du noch einmal da... Hau die Fresse voll, ihr Mann! Ja, jetzt siehst du aus wie Chucky die Mörderpuppe, Bitch! Und so sieht eine aufblasbare Puppe aus, wenn ich sie bedient hab, Bitch! Und das werde ich sowas von rausschneiden, sowas kann ich nicht hochladen. Oh Gott. Did you kill it? Nein, ich hab sie nicht getötet. I don't know. Ich hab mit ihr gespielt, du hast doch gesehen. Sometimes they come back. Manchmal kommt sie wieder. You killed one? Hast du einen getötet? But they get Nein, shot a lot. Sie kriegen viele Kugeln ab. You've been all by Warst yourself du die ganze this? Zeit allein? Yeah. I want ja, my parents ich will, dass meine Eltern now. Jetzt nach Hause kommen. I think that might be a little while. Das könnte ein Weilchen dauern, you know? Weißt du? Oh. Oh. But I don't know what happened. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich werde vorerst auf dich... Ich werde dich vorerst schützen. Oder sowas. What should we do now? Was sollen wir jetzt tun? Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Suche Hilfe. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Ich würde sagen, wir suchen... Wir hauen ab. We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come Meine home. Meine Eltern könnten nach Hause kommen. We won't go far. Wir werden nicht weit weggehen. Wir versuchen, einen Unterschlupf zu finden und kommen mit den anderen zurück. That sounds good. Klingt gut. Wir können uns erstmal in mein Baumhäusle verstecken. It'll be a tough climb with this leg. Das Klettern wird nicht leicht mit meinen Beinen, aber es ist eine gute Idee. Let's go. Gehen wir. Stay close to me. Bleib in meiner Nähe. Now let's stay quiet. Lass uns leise sein. Wir gehen durch den Vorgarten und folgen der Straße. Weg aus dieser Gegend. Weg aus dieser Gegend. Okay. Alles wird gut. Bleib in meiner Nähe und wir laufen so schnell wir können. Halt! Warte, Clementine. Checken erstmal ab, was da drin abgeht. Mister, da geht nichts. Clementine! Clementine! Okay. Ich kann leider nicht mehr sehen. Das ist so scheiße. Oh Gott, bin ich erschrocken. Are we going to die? Müssen wir sterben? Nein, weiß nicht. No, Nein, alles in bester Ordnung. Stay down! Georgia State Patrol! Dude, he won't listen to that. I'll come quietly. There's a little girl here. Ist ein kleines Mädchen. Shit, you're not Ach, du Scheiße, du bist keins von den Dingern. Neither of us are. Das ist keiner von uns. Wait, why Moment you mal, you wieso hast du gesagt, du würdest keinen Widerstand? You're the law, you know, you don't mess with that. Oh man, no shit. Ohne Scheiß, Mann, tut mir leid. Huh, aber gerade nochmal richtig entschieden, hey. Ey, das ist schon schnell, ich kann's doch gar nicht. My name is Sean. Sean mein Name ist Sean, Sean Green, das hier ist Entry. Officer Mitchell. Officer Mitchell. Did you see any of those hast du eins der Dinger gesehen? Eins von ihnen hat sich über unseren Kumpel hergemacht oder so, ich kann's mal weiterlesen. Nein, viele im Wald. I saw a lot ich habe viele Dinge im Wald gesehen, aber das ist ein Weilchen her. Yeah, ja, one we're looking eine, for den wir suchen, ist noch hier in der Gegend. Oh shit, ach du Scheiße, you hurt your leg pretty bad. Schlimm aus. Look, hör mal, wenn du uns hilfst, das Ding zu finden, and we'll take das unser Kumpel hat, dann bringen wir dich und deine Tochter in Höhe. Vater, der sollte auch in der Lage sein, dein Bein zu versorgen. I'm not a dad. Ich bin nicht ihr Vater, ich bin ihr Babysitter, ein Nachbar. A neighbor. Ein Nachbar.
Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. We just were... Oh, shit! Dann schießt jetzt auf den! Let's go! Get to my car! Go! So ein Idiot, ey. So, der hat's verdient, gefressen zu werden, ey. Die hat den bestimmt erkannt, irgendein Nachbar. Und ich habe gesagt, ich bin Nachbar und ich muss die kennen. Oh Gott, warum rede ich eigentlich so viel? Oh Gott, ich sollte einfach am besten aufhören, so viel zu reden. Ich lasse es jetzt am besten bleiben. Keine Angst, Baby Girl. Oh ja, das ist so Klischee, hey. Ey, auf einer Farm, wo dann überall Mais und so ein Scheiß ist. Grüße deinen Dad. Sorry, ja, es tut mir leid, John. Chad war ein feiner Kerl. One of the best. Einer der Besten. Take care, you two. Passt auf euch auf, ihr zwei. Und tschüss auf Nimmerwiedersehen. Thank God you're okay. Gott sei Dank geht es dir gut. I was worried it'd be bad here, too. Ist sie auch schlimm. And quiet as usual the past couple days. Oh, wow. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I went into Andre outside of Atlanta. Südstaaten Akzent. Chet, he got killed. No, you're kidding. You're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. Tut mir leid, Sean. Mir tut's auch leid, Sean. You've brought a couple guests. Ein Junge ist dein Lebensretter. Dein Junge ist dein Lebensretter. Wir müssen irgendwo unterkommen. We need a place to stay. Oh, you're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Oh, God. Yes. Oh, Gott sei Dank. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, love and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Gott sei Dank hat sie gelogen. Liebes, braves Mädchen. Let's have a look. Sehen wir uns das mal an. Yeah. Ja, verflixt, es ist total geschwollen. Aua, aua, aua. Es tut teuflisch weh, es ist nicht so schlimm. It hurts like hell. I bet it does. Doch, wette ich. What did you say your name genau was? Genau, noch der Name. Leslie, es macht nichts, das habe ich nicht getan. I didn't. Well, now's the time. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Hallo, Herschel. How'd this happen? Was ist passiert? Ich bin hingefallen. Autounfall. Car accident. That's so. Where are you headed? Wo wolltest du hin vor dem Autounfall? Oh, Mann! Just out for a drive. We hit a guy. Wir haben einen von diesen Kerlen mit dem Ding von den Road. Who are you with? Wer hattest du dabei? Das Mädchen? Nobody. Is that so? Oh, yes, Mann! It is. You said we, that's all. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. Alter, wieso werde ich jetzt so schlimm verdächtigt? Clementine. Clementine. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast, Clementine. Looking after until ich kümmere mich um sie, bis wir ihre Eltern finden. Hey, Dad. So hey, I'm Dad. Thinking, ich hab mich so first gedacht, thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Oh Gott, Leute. Da habe ich mich auf was eingelassen. Aber bis jetzt geht's eigentlich noch vom Gruselfaktor. Hat halt viel Story. It smells like... Es riecht wie shit. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. My mom, my daddy vermisses you. I bet, Clem. Doch, fertig, Clem. How far is Savannah? Wie weit ist es nach Savannah? Ziemlich weit. Oh, okay. Okay.
Weil ich eine Decke hätte. Achso, ihr habt ja Decken. Ihr wollt euch nur nicht zudecken. Ich glaube, ich könnte nicht pennen. Der schläft aber wieder schnell ein, hä? So geht's mir nie, wenn ich einen Albtraum hatte. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Ich bin nicht ihr Dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Oh Gott. We better get going, or we won't hear wir the end. Was ist los? Alter, die erinnern mich irgendwie so ein boy, bisschen an so. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck, ausweichen oder quaken? Doc? Yeah, nothing bothers him. Der like water off a duck's weißt du? Back, you know? Ach so, okay. That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But Dad! He makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Oh, yeah. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Doc, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Das ist ein hip- Ja, klar, die hört sich an wie eine well, Obst- we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster this we get this fence up, banana. The better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Den Jungen nenne ich ab jetzt Coconut. Duck and I will hop to it. Sollte vielleicht echt mehr aufpassen, was I can in der Story keep an passiert, eye on your little girl here on the porch. We can visit. Ja, okay, dann soll die Tussi da bleiben. Ja, das hört sich ja super spannend an, bei der alten Frau da zu bleiben, hä? Hey there, girls. Hallo, Mädels. Ihr zwei seht ja ganz entspannt aus. Was machst du? Hä? You two actually look relaxed. I think we're doing just machen das fine. Draus. Clementine was just telling me about first grade. Oh, das stimmt doch gar nicht. Ich bin gerade dabei gestanden. Bist du dumm? It's easy. Well, yeah. Well, yeah. Kann ich hier? Ich muss da wieder hin. Ich komm jetzt... Ah, da hinten ist jetzt jemand. Du denn? Ach, der. You should know that if you weren't Sie müssen wissen, wenn Sie heute nicht ohnehin mit Kenny weiterfahren würden, hätte ich Ihre Lügen von gestern Abend nicht hingenommen. I'm not sure I follow. Ich verstehe nicht, Gott. Oh, ich bin nicht dumm. Ich habe Ihre Lügen gestern Abend durchschaut, mit wem Sie da am Wagen gesessen haben. Aber ganz ehrlich, ich will's auch gar nicht wissen. How'd you get out of Atlanta? Alter, was ist das für eine Bitch? Ich wurde im Auto mitgenommen. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, yes, you're no worse ganz for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan. Was Never macht er da eigentlich? This. It was in the family, I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Come. Keep your mouth shut. Rude as hell, but what's a man to do? Oh, God, now hey. You've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Weggelaufen. Ich habe bei ihr nach Hilfe gesucht. Ich wurde angegriffen, sie hat gar... I was being attacked and she came to my rescue. Oh, fuck. Can I give you a piece of advice? Was gibt's? What is it? I don't know who you are or what you sie, did. Oder was sie getan haben. Let's say things don't get better back so in the city. Or they get worse before they do. You're going to have to erreicht. Depend on the honesty of strangers from the Leute you're abhängig make. Sein, wenn ihr and if those same people wollte, get to question Leute yours, Aufrichtigkeit anzweifeln, you're going to be in Problem. Oh, and I'd start ah, checking und ich würde mal meine Einstellung überdenken, mein Freund. Go! I'll get my gun!
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's ab. Jetzt geht die Action ab. Jetzt geht die Action ab, Bitch. Frisst das Kind! Frisst das Kind! Und den auch!